Hallo, heute wird es besonders deftig und zwar gibt es heute einen strammen Max. Aber nicht irgendeinen strammen Max, sondern den strammen Super Deluxe Max. Was ich dazu benötige, wie ich den mache und wie der nachher aussieht, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Ihr seid bei Sven's Kitchen Cooking In and Out. Herzlich willkommen. Letztens sagte meine Frau zu mir, Mensch, mach doch einfach mal wieder strammen Max. Aber nicht immer den langweiligen gleichen wie früher, mach mal was Besonderes. Also habe ich mich hingesetzt und ein bisschen rumgetüftelt und dabei ist ein strammer Super Deluxe Max rausgekommen. Und den will ich euch heute im Video zeigen. Normalerweise ist ein strammer Max ja eine Scheibe Brot mit Schinken drauf, ein Spiegelei drüber und fertig ist der Lack. Das Ganze soll uns auch als Grundlage dienen, aber noch nicht alles sein. Ich habe mir da ein paar andere Zutaten dazu noch ausgedacht und die gucken wir uns zusammen erstmal an. Und hier haben wir die Zutaten. Ich habe hier einmal Paprika, grüne und gelbe, jeweils eine Viertel. Dann habe ich hier eine halbe Zwiebel, die habe ich schon klein gewürfelt. Eine Tomate auch klein gewürfelt, genau wie die Paprika. Und ich habe so einen Knoblauch hier, diesen Single-Knoblauch, ein Viertel davon. Das ist das bisschen hier auch gleich ein bisschen gehackt. Aus dem Gemüse mache ich ein kleines Tomaten-Paprika-Chutney. Die Grundlage ist hier eine Scheibe Brot und ein bisschen Bacon. Den lassen wir so im Block zusammen, denn ich denke mal, viel Bacon hilft auch viel. Ich habe hier noch ein Schweinefilet. Da brauchen wir aber nur vom vorderen Stück ein paar Scheiben. Die mache ich ein bisschen klein und brate die an. Dann habe ich hier noch ein paar Scheiben Käse. Und natürlich brauchen wir Eier. Zum Würzen habe ich hier einfach nur Pfeffer und Salz aus der Mühle. Und ein bisschen Zucker. Ich habe hier einen Teelöffel drin, aber das werde ich nicht alles brauchen. Das ist nachher, um das Chutney hier zu würzen. Hier bei dem Käse sollte eigentlich ein Cheddar liegen, aber ich habe vergessen, den zu kaufen. Deswegen nehmen wir Leerdammer. Uns reichen zwei Scheiben. Das heißt, die dritte Scheibe können wir naschen. Alle Zutaten und das Rezept schreibe ich euch wie immer wieder hier unten in die Infobox rein. Und hier unten in der Ecke findet ihr auch die Möglichkeit für ein kostenloses Abonnement. Aber schwatzt mal nicht lange drum herum, sondern legen langsam los. Ich heize erstmal die Pfanne auf, bis die richtig schön heiß ist. Und dann rösten wir die Scheibe Brot kurz an. Angeröstetes Brot schmeckt einfach klasse. Wenn die Brotscheibe schon ein bisschen angeröstet ist, reiben wir da einfach ein bisschen Knoblauch drüber und kriegen da noch ein bisschen besseren Geschmack rein. Und jetzt kommt hier schon so ein leckerer Duft aus der Pfanne. Boah. Heiß. Hier drüben noch ein bisschen. Wir rösten das Brot aber nicht zu stark an, sonst wird es was hart. Wenn das so eine leichte Bräunung hat, packen wir das zur Seite. Und zwar legen wir das auf so ein Küchentuch, damit es keine Feuchtigkeit zieht. Für das Chutney erhitze ich ein bisschen Olivenöl. Und da hinein kommen die Paprika, die Zwiebel, Knoblauch und Tomate. Und das wird dann so lange geschmort, bis die Paprika schön weich ist. Mit Pfeffer und Salz abgeschmeckt. Und wir geben den Zucker gleich dazu, dann kann das alles ein bisschen karamellisieren. Etwa einen halben Teelöffel habe ich jetzt reingemacht. Wer möchte, kann da noch ein paar andere Gewürze dran machen oder ein paar Kräuter. Aber ich denke mal, so schmeckt das noch ein bisschen natürlicher. Da ich von der Tomate das Kerngehäuse entfernt habe, ist das jetzt doch ganz schön trocken. Und ich gebe noch einen Schluck Wasser dazu. Nicht viel, so ein, zwei Esslöffel. Durch die Feuchtigkeit besteht jetzt auch nicht mehr die Gefahr, dass der Knoblauch verbrennt. Und deswegen geben wir den jetzt auch mit rein. Alles schön umrühren und damit die Flüssigkeit nicht zu schnell verkocht, machen wir einen Deckel drauf. Das Ganze kann jetzt so 5, 6, 7 Minuten lang vor sich hinschmoren. Es soll dann eine schöne stückige Paste werden. Und wenn das nicht ganz so wird, wie wir uns das vorgestellt haben, dann kommt einfach noch ein bisschen Tomatenmark dazu. Zwischendurch sollten wir auch mal kosten, ob das mit den Gewürzen so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Oh ja. Da die Konsistenz nicht ganz so wird, wie ich mir das vorgestellt habe, gebe ich noch ein bisschen Tomatenmark hinzu. So ein gehäufter Esslöffel reicht da. Wer keine grüne Paprika mag, der nimmt halt eine rote. Da die Tomaten schon rot sind, habe ich gedacht, nimmst du grüne und gelbe Paprika, einfach um ein bisschen mehr Farbe reinzubekommen. Vom Geschmack ist da nachher kaum ein Unterschied. Die grüne Paprika ist ein bisschen bitterer, aber ansonsten schmeckt die auch bloß nach Paprika. So, ich denke mal, das Chutney ist jetzt fertig. So, hier haben wir das Filet und ich schneide da einfach ein paar Scheiben runter. Den Kopf brauchen wir erstmal nicht. So ungefähr einen Zentimeter dick werden die Scheiben abgeschnitten. Drei oder vier werde ich da brauchen für den strammen Max. Und der Rest kommt sofort wieder in den Kühlschrank. So, Messer packen wir zur Seite. Und jetzt kommt der Junge ins Spiel. Wir machen die Filets jetzt ein bisschen platt. Aber nicht dolle, bloß ein bisschen. Und da haben wir sie. Und die sollten für die Scheibe Brot ausreichen. So, ich heize jetzt meine Pfannen auf. Die kleine für den Bacon und die große für die Filets.
für die Filets erhitze ich ein paar Tropfen Olivenöl. So 1,5 bis 2 Esslöffel sollten da ausreichen. Dann, wie das Öl fließt, seht ihr, ob das schon heiß genug ist. Ich gebe mal noch ein Butterfleckchen dazu, das gibt noch ein richtig leckeres Aroma. Und parallel habe ich die andere Pfanne für den Bacon. Die Baconscheiben nehme ich hier nicht auseinander. Ich brate das ganze Paket als Stück und hoffe, dass das einigermaßen zusammen bleibt. Der wird doch nicht knusprig braun gebraten, sondern nur so, dass er gerade so durch ist. Bei dem Bacon habe ich jetzt so ein einfaches handelsübliches Paket für 1,20 € ungefähr genommen. Das ist ja hier mehr oder weniger ein Test, ob das, was ich mir ausgedacht habe, auch funktioniert. Wenn ich das nachher Gästen serviere, hole ich den Bacon natürlich auch beim Metzger. Damit der schneller warm wird, mache ich auch hier einen Deckel drauf. Und dann schwenken wir zu unseren Filets. Jetzt ist das schön heiß und wir geben die Filets rein. Die brauchen wir aber nicht lange, die sollen nur ein bisschen warm werden, mehr nicht. Ich möchte die innen drin ja auch noch schön rosa haben. Ich hoffe, das war jetzt nicht schon zu viel. Unterm Deckel lasse ich die jetzt noch mal kurz für ein paar Sekunden ziehen. Und dann kommen sie auch schon raus aus der Pfanne. Nun kommen wir zum Bacon. So, ich drehe den Bacon mal um. Ist gar nicht so einfach. Ich brate hier 3 Eier. Nicht, dass ihr euch wundert, das dritte brauche ich für was anderes. Auf den Bacon legen wir jetzt den Käse. Das kann ruhig schön dick sein. Der Deckel kommt drauf, dass der Käse ein bisschen anschmelzen kann. Und in der Zwischenzeit sind unsere Eier auch schon soweit. Und ich bereite schon mal mein Brot vor. Wundert euch nicht über das bläuliche Licht. Ich habe mir ein neues Licht für meinen Arbeitsbereich bestellt. Und es ist so eine komische bläuliche Lampe geliefert worden. Das Licht ist wirklich furchtbar. Ich werde mal mein Kameralicht mit anschalten. Das ist auch nicht wirklich besser. Dafür schmeckt es nachher umso besser. Also zuerst kommt das Brot und darauf legen wir die Filets. Ich sag mal so, es kann ruhig ein bisschen Filet mehr sein. Jetzt kommt hier unser Chutney drüber. Also korrigieren, die angegebene Menge reicht für 2 Portionen. Und jetzt versuchen wir unseren Bacon mit dem Käse daraus zu bekommen. Das ist recht schwierig. Noch schwieriger, das aufs Brot zu bringen. Es zieht schon Fäden. Ich kann es leider nicht ändern. Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Und hierauf kommen jetzt letztendlich auch die Spiegeleier. Strammer Max Super Deluxe. In der Nahaufnahme werde ich den jetzt anschneiden und dann werde ich das Prachtstück für euch probieren. Die roten Streifen hier drauf, das ist so eine chinesische Chili-Soße. Ich denke mal, die passt ganz gut dazu. Ich werde jetzt mal schnell für euch kosten und dann sage ich euch, wie es schmeckt. Das ist eine Riesenportion, was ich jetzt abgeschnitten habe. Aber ich wollte von allem was haben. Bacon, Ei, Käse, Filet, Brot. Chutney und scharfe Soße. Oh, das ist lecker. Das lohnt sich mal richtig nachzumachen. Ich denke mal, so ein Ding macht auch richtig satt. Das Filet ist schön zart. Das Chutney, das hat so ein... Lässt sich ja nicht beschreiben. Durch den Bacon. Also das Filet, das ist richtig zart. Das Chutney kommt richtig gut durch mit seiner Fruchtigkeit der Paprika und der Tomate. Das Ei ist schön cremig, der Bacon würzt das Ganze. Oh, ich muss einfach nochmal kosten. Ich nehme jetzt einfach nur ein Stückchen vom Filet raus. Das ist hier sowieso rausgefallen.
Das koste ich mal separat mit einem kleinen Klecks Chutney drauf. Butterzart. Hier ist ein bisschen Käse. Also das nenne ich wirklich ein gelungenes Ergebnis. Strammer Max Super Deluxe. Ich kann mir vorstellen, dass das Chutney auch zu vielen anderen Sachen passt. Und die Idee, die Baconstreifen nicht auseinanderzufuddeln, das war genau die richtige Entscheidung dafür. Mit dem Käse drauf, unschlagbar lecker. Und jetzt muss ich fertig werden, bevor das Ding ganz kalt wird. Das heißt, das war's auch schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen zu Sven's Kitchen Cooking Out. Bis bald. Strammer Max Super Deluxe oder Strammer Super Deluxe Max. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich nenne es halt so. Aua. Schmeißt da auch noch mit einem scharfen Messer.